Und da sind wir dann auch schon wieder da. So, es geht einfach mal weiter. Zack. Hingerannt, hingerannt. Und zwar machen wir im Keller. Nein, wir machen im Keller nämlich nicht. Es wurde letzte Woche einstimmig unter dem Video beschlossen, dass wir den Kellerausbau nicht fortsetzen erstmal. Trotzdem wollte ich nur einmal kurz zeigen, hier ist jetzt eine Treppe runter. Sondern, dass wir hier draußen oder da hinten in dem Haus, warum auch immer das jetzt schon wieder Nacht wird, entweder hier eine Farm oder da ein Gästeklo bauen. Ich fand die Auswahl übrigens ganz cool, hab mich dann aber doch dafür entschieden, dass wir doch eigentlich hier besser mal eine Farm hinbauen. Weil man sieht, ich habe Hunger wieder angeschaltet und immer nur Äpfel auf Dauer ist irgendwie ein bisschen scheiße. Deswegen bauen wir hier eine Farm. Dazu muss hier erstmal so ein bisschen Terraforming gemacht werden. Hab mir überlegt, hier den Teil, also hier getrennt ab, hier rum, dann lasse ich es hier auf der Höhe einfach, so wie es ist, und mache dann hier unten einfach erstmal zu. Das heißt, bevor die Farm gebaut wird, wird jetzt erstmal ein bisschen Terraforming betrieben. Zack, 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 da. Ja, hat da super geklappt in den Kommentaren übrigens. Danke, Oliver, dass du geschrieben hast. Ey, Andra, wer auch immer du warst, du darfst auch gerne schreiben. Kommentare sind frei für jeden da. Also nur zu. Ja, dann kann ich gleich mal zeigen. Ich habe mein Modpack ein bisschen erweitert. So. Und zwar, jetzt habe ich ja natürlich keine Werkzeuge mehr, vernünftig. Aber ich habe ja hier Mese. Ich schnapp mir mal einen Mesekristall. Gravel, warum habe ich denn keinen Cobble dabei? Hier habe ich Cobble. Ich schnapp mir mal einen Cobblestone. So, und dann, eigentlich peinlich, dass ich nicht mehr weiß, wie mein Mod funktioniert, ne? So, hier rein. Da kriegen wir die Dinger draus. Da rein. Da kriegen wir nämlich Mesepulver draus. So, pass mal auf hier. Ich brauche 3 Cobblestone. 1, 2, 3. Mit 3 Cobblestone. Ja, das Rezept ist halt, ja, weil andere Mods nutzen auch irgendwie das Ding hier mit Cobblestone und einfach nur so rein wäre halt, wäre halt Gravel. Deswegen habe ich es mir so ein bisschen aufgeteilt. So ein bisschen lockerer Cobblestone, den brauchen wir auf jeden Fall. So, dann haben wir hier Mesepulver und lockeren Cobblestone. Tun wir einfach mal hier rein. Zack. Da gibt's dann hier dieses, gestreckte Mesepulver draus. So, das gestreckte Mesepulver. Das nutzen wir. Und zwar nutzen wir das... Ich hab da irgendwo Eisen gesehen. Wo ist denn mein Eisen? Hier ist mein Eisen. Das gestreckte Mesepulver kann man dazu nutzen, um... ich mach gleich mal ein paar mehr. Mit einer entsprechenden Form. Und eben, wie gesagt, diese Mesepulver. Das Problem liegt übrigens an dem Texture-Pack. Ich weiß nicht, woher das kommt. Da kann man dann geformte Mesekristalle mitmachen. Die sind noch feucht. Das heißt, die müssen einmal in den Ofen. Da werden sie gebrannt. Dauert natürlich eine Weile. Und dann bekommt man, man sieht es an diesem kleinen Kratzer dran, einen geformten Mesekristall. Mit diesen geformten Mesekristallen kann man Werkzeuge machen und man kann sie brennen und dann Mesekabel draus bauen. Also das sind so die beiden Funktionen, die diese Mod bietet. Und ja, da kann man dann seinen Mesestand so ein bisschen mit aufwerten. Was natürlich mit diesen Dingern hier nicht geht, man kann da kein Mesepulver draus machen, weil sonst hätte man ja unendlich Mese aus einem Diamanten. Wäre vielleicht nicht so ganz geil. Aber so kann man auf jeden Fall so seinen Stand so ein bisschen erweitern. Und wie gesagt, die kann man ganz normal, ich mache mal gleich ein bisschen Werkzeug draus, so. Die kann man ganz normal auch zum Craften von normalen Mesewerkzeug benutzen. Solange jetzt niemand eine Mod rausbringt oder das implementiert wird, dass man aus Mesewerkzeug wieder Mesekristalle gewinnen kann, ist es, glaube ich, ganz fair. Und dafür, dass man so oder so Mesekristalle benötigt, muss man sowieso erstmal welche finden und kann dann daraus eben entsprechend diese geformten Mesekristalle machen. Und man kann sie unterscheiden, die haben halt so einen kleinen Einschluss mit drin.
Und das Gute an diesem oder an meiner Art, diesen Mod zu entwickeln, war halt oder ist halt, es passt sich an alle Texture Packs an. Ja, bis auf die Tatsache, dass eben, wenn das Texture Pack da so ein bisschen verbuggt ist, gibt's halt so ein bisschen irgendwas drumrum. Ansonsten wäre dieser feuchte Miesekristall wäre einfach nur so ein bisschen dunkler als der normale Miesekristall. Warum auch immer das nicht funktioniert mit diesem Texture Pack, ich weiß es leider nicht. Nun, aber so ist halt die Unterscheidung. Und daraus kann man halt eben ganz normales Mäsewerkzeug machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ja hier was zu tun. So. Wir wollen ja hier einmal abtragen, das Ganze. Ja, und schon haben wir halt wieder vernünftig Werkzeug. Bin noch am Überlegen. Ich glaube, das ist so ein bisschen noch nicht super ausbalanciert. Ganz einfach, weil man natürlich relativ viel Mäsekristalle auch daraus bekommen kann wieder. Muss ich mir überlegen, ob ich das noch irgendwie anpasse oder wie ich das anpasse. Dass ich es anpasse, das ist klar. Das ist auch erstmal nur so, dass es funktioniert. Das war mir wichtig, dass das soweit hinhaut. Alles Weitere kann man dann immer noch schauen. Und ja, wisst ihr Bescheid. Ne? Runterzuladen ist es auch. Es ist verlinkt. Gibt noch kein Posting im Main-Test-Forum. Weil halt eben die Mod noch nicht fertig ist und da noch sich einiges dran tut und ja. Aber auf Reddit hatte ich es als Bild einmal gepostet, was man damit machen kann. Und muss ich mal überlegen, ob ich da noch irgendwie einen Forenpost draus mache im MyTest-Forum oder auch nicht. Auf jeden Fall kann man es über GitHub laden, ganz regulär. Nur da wird es dann auch regelmäßig geupdatet und ja, im aktuellen Stand funktioniert es zumindest soweit. Da die Mod noch in Entwicklung ist, kann es durchaus sein, ja, dass die dann eben teilweise nicht mehr richtig funktioniert oder irgendwie nicht abwärtskompatibel ist mit vorherigen Versionen dieser Mod. Und hier mache ich einfach mal zu. Ja, ich habe dich schon längst gesehen, Freundchen. Ich habe dich schon längst gesehen. Ja, man merkt vielleicht, ich habe nicht mehr so ganz viel große Angst vor den Mobs, weil sie halt eben inzwischen doch mit einem Schlag erledigt sind. Pop. Ja, also ich vermute, das hängt einfach damit zusammen, dass weil die Spitzhacke so stark ist. So. Gut. Ich merke aber schon, mein Material wird natürlich nicht reichen. Das heißt, ich muss irgendwo nochmal ein bisschen Erde farmen gehen gleich. Ja, hier muss auch noch zugemacht werden. Und, so. Ich glaube, ich hole mal die Erde hier unten weg. Dann habe ich jedenfalls wieder welche. Hier unten ist eh nur unwichtig. Ja, ansonsten gar nicht viel passiert. Ich habe wieder wie immer mein Energy Drink hier rumstehen und... Ja, ne, er ist auch wieder da. Ich laufe auch nicht wieder weg. So. Okay, Schaf, ich erlöse dich mal. So. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich habe keine Farming-Mod installiert. Ganz regulär das... Ist dunkel hier. Ganz regulär das Farming, was auch in meinem Test so regulär vorhanden ist. Hab erst noch überlegt, irgendwie was zu installieren, aber letztendlich... Nö, erstmal nicht. Na, vielleicht irgendwann später mal, aber erstmal, denke ich, ist das völlig in Ordnung so. Und von daher... Erstmal bitte keine Wunder erwarten. Das ist das ganz reguläre Farming. Ich wollte sowieso erstmal einfach nur. Sowieso einfach erstmal nur die. Ja, die Fläche hierfür vorbereiten und dann in einer der nächsten Folgen dann mal so ein bisschen mich mit dem Farming mehr auseinanderzusetzen. Ja, das war gut. Oh, du Idiot, Alter. Ja, ne? So. Ich mache hier übrigens absichtlich unten rein und oben drüber, weil ich natürlich noch nicht weiß, wie ich das nachher mit dem Wasser machen werde, wie das dann aussehen wird. Hab auch ehrlich gesagt mich nie so wirklich damit im Detail auseinandergesetzt, wie nun mein Test die Verteilung des Wassers nötig ist, um dann da wirklich alle Plätze fürs Farmen dann irgendwie... Mir fällt gerade dieses verdammte Wort nicht ein. Acker habe ich gesucht, um wirklich alle Ackerflächen dann irgendwie auch mit Wasser zu versorgen.
Ich denk mal, das ist auch immer 4 in jede Richtung, ne? Was willst du denn hier? So. Dann nehme ich hier mal ordentlich zumachen und dann ist schon wieder alle, oder was? Meine Güte, ich dachte, das wäre so ein bisschen ausbalancierter hier. Ja, wieder Farmen gehen schon. Ja, es reicht natürlich genau für so einen kleinen Abschnitt nicht, ne? Also, hier mal ein bisschen was wegholen. Ja, hier wird eh nochmal irgendwann zugebaut, von daher passt das dann. Ich brauche Erde, ich brauche Erde. Gut, so. Gleich mal hier den ganzen Bereich irgendwie wegholen, weil brauche ich wahrscheinlich so oder so noch später. Das ist doch immer eine ganze Menge. Ja, habe ich mich ja gründlich verschätzt. Ich dachte, ich hole die Ecke da weg und mache das an einer anderen Stelle wieder hin und fertig. Aber nö, offenbar nicht. So. Ich denk mal, jetzt sollte das aber reichen. Was ist hier eigentlich? Da war ich auch schon mal irgendwann. Ja. Okay. Schlückchen trinken, haben Essen. Nur einer noch? Nein, keiner mehr. So. Ich dachte gerade, der hätte mich heute angegriffen. Also hier mache ich auch noch zu. Mache ich das jetzt oder mache ich das später? Ich mache das später. So. Also, es ist jetzt, nur um irgendwas zu erzählen, es ist jetzt Sonntag. Hatte irgendwie gestern nicht so wirklich Bock gehabt, noch aufzunehmen. Mache ich jetzt einfach mal schnell, damit eben meine selbst aufgelegte Upload-Reihenfolge sich da so ein bisschen nicht durcheinander kommt. Sie hat einen Heiligenschein. Oh. Ja. ja, damit eben wirklich auch am Wochenende, so wie heute, eben auch eine Folge auch vernünftig dann kommt. Und deswegen nehme ich mir eben schnell auf. So, also hier wollte ich so ein bisschen lassen. Und hier in dem Bereich ist dann eben, ja, die Ackerfläche. Nicht komplett. Ja, da muss ich gleich mal gucken, dass ich das ein bisschen aufteile. Da brauche ich natürlich dann auch Holz zu für die Zäune. Na, Zauntore gab es immer noch nicht, ne? Das war doch so irgendwie. Ja, so, so. Und man sieht, es sind immer noch 2D-Fackeln. Gut, ich denke, als Ackerbereich sollte das reichen. Ich werde mal gucken, dass ich den hier quadratisch irgendwie reinquetschen kann. Machen wir das denn am besten? Mal hier ansetzen. Hier ist eine Ecke. Ja, ich wollte die eigentlich nicht direkt an den Ecken hier haben. Ich denke, ich werde die hier hinsetzen. Hier. Hier. So. Kurz mal abzählen. 1, 2, 3, 4 Wasser. 1, 2, 3, 4 Zaun. Und dahin. So, dann in der Tiefe. Ich denke mal, so ist okay. Hier hin. Dann haben wir nämlich hier schon mal ein. Ist wahrscheinlich komplett unnötig. Habe ich mit Minecraft damals aber genauso gemacht. Habe dann hier einfach in der Mitte einen durchgezogen. Hat einen durchgezogen. Ich habe auch nur einen durchgezogen. Ja. kurzer Schluck Energy Drink. So. War stehen geblieben. Ach ja, wir wollten einen durchziehen. Ey, natürlich kein Wasser mehr. Eben kurz hingerannt. So. Dann wollen wir hier einmal auffüllen. Ich glaube aber vorher, ich werde hier den Untergrund mal mit Glowglass auskleiden, dass es auch gleich so ein bisschen beleuchtet ist. Ich glaube, das ist ganz gute Idee eigentlich. Habe ich denn noch welches? Da habe ich noch.
Dann werde ich aber auf jeden Fall nicht nur einmal. Es reicht natürlich nicht. Kohle. So, erst mal ein paar Fackeln machen. Bam, so. Na komm. Das reicht natürlich nicht so. Weg. Erstmal vollständig machen. Und dann machen wir das nämlich extra hell. Dass der Wasserbereich von unten einfach so ein bisschen beleuchtet ist, weil es einfach ein bisschen besser aussieht. So. Hab übrigens gesagt bekommen. Danke nochmal, Oliver. Genau. Dass die Lichtproblematik, die ich im Keller habe, daher rührt, dass ich da mit Fast Move immer durch die Gegend renne. Auf Fast Move will ich aber ehrlich gesagt nicht verzichten. Wenn also jemand eine Idee hat, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Beleuchtung mit einem Mod oder wie auch immer zu fixen, nehme ich natürlich gerne. So. Ja, das hat ja super geklappt. Hierhin. Jetzt kann ich hier nämlich nehmen. Zack. Zack. Ja. So. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es seit einiger Zeit ein bisschen schlechter läuft hier. Ob das nun... Außerdem finde ich das Wasser so direkt an der Kante nicht so ganz geil aus. Es kann ruhig ein Stück runter. Schlechter oder nicht, es wirkt einfach für mein Empfinden so ein bisschen so. Jetzt brauchen wir noch Zäune, ne? Ich muss einmal ein bisschen Stöcker bauen. Das Schöne ist ja, die connecten sich ja auch nicht. Ne? Ich hatte ganz zu Anfang mal einen Mod installiert, wo sich die Zäune dann auch connecten. Aber wer es verfolgt hat, hat wahrscheinlich auch gesehen, ich habe es gleich auch wieder rausgenommen. Es war halt doch nicht so geil. So finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen sinnvoller, weil die Zäune sich da wirklich auch nur mit den Zäunen verbinden und nicht irgendwie mit allem möglichen Zeug. Das ist ja unter Minecraft wirklich so gewesen, dass sich die dann irgendwann einfach pauschal mit allem verbunden haben, was da irgendwie in der Nähe ist. Bis auf einige wenige Ausnahmen. Ich glaube, alle transparenten Blöcke gingen nicht und noch irgendwelche anderen Blöcke waren halt so, dass es da eben nicht ging. Inkonsistentes Chaos. Aber das ist ja unter Minecraft wirklich so gewesen. Wer sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, auch wie Mods, wie auch Mods entwickelt wurden oder entwickelt werden müssen und wie ihr API gelaufen ist, also apropos laufen, was machst du denn da oben? Oh, ups! Und da war es hin. Also, wie gesagt, wer so ein bisschen auch sich mit der Entwicklung intern so ein bisschen auseinander... Es war halt alles sehr inkonsistent und nicht wirklich logisch und durchdacht. Ja, also, was mache ich denn hier mit? Wie zieht? Da kann ich dann gleich meine große Farm mit starten. Apropos Farm, ich brauche noch eine Gartenhacke hier, ne? So. Gut, dann haben wir nämlich hier den ersten Abschnitt schon mal fertig. Da werde ich dann schön auch gleich schon mal anpflanzen. Ich hab ja ordentlich hier, ne? So. So, es wird gefarmt. Ey, Schaf, sag mal, hackt das bei dir oder was ist hier los? Komm, mach mal die Fliege jetzt, so. Hä? Ich hab doch hier vorhin, gerade eben jetzt... ja. Was ist denn hier kaputt wieder? Da hinten ist es auch wieder. Ey, sind das nur drei oder was? Es sind anscheinend nur drei anstatt vier. Okay. Ja, gut. Ich sag mal, ja. Erstmal sage ich hier mal kurz was anderes. Moment, ich hab doch hier eine Hacke, eine Axt, was mache ich denn hier? So, gehen wir nämlich mal einen weiter raus hier. Dass hier dann der vernünftige Eingang ist.
So. Na komm. So. Hier nochmal wieder ordentlich machen. Ja, und dann muss das Ganze ein schmaler werden anscheinend. Weil hier wächst das, oder hier, ja, wird es halt wieder trocken. Ja, das sind dann wohl wirklich nur drei. So. Jetzt ist aber hier langsam mal, ne? Also. Hier wächst es auf jeden Fall ganz großartig. Richtig viel schon sogar. Bullshit. Ja. Gut. Hier noch ein bisschen Beleuchtung drauf. Das soll ja auch was hermachen. So. So. Gibt's eigentlich Seerosen? Nein, ne? So Seerosen. So Seerosenblätter hier drauflegen oder sowas. Gut. Also, erstes Teil ist fertig. Jetzt überlege ich, ob ich hier direkt dran setze oder hier neben setze. Glaub, ich schau mal nach. Ich bin ja doch ein bisschen so im Hinterkopf daran, mit den Gedanken zu spielen, doch irgendwie so ein erweitertes Farming-Ding zu installieren. Einfach, weil es da mehr Möglichkeiten gibt, Sachen anzupflanzen. Ich bereite erstmal auf jeden Fall vor, dass... komm, 80, 96, geht doch. Dass auf jeden Fall erstmal ein paar Felder da sind. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. So. Also, okay. ich glaube, ich werde hier kleinere Felder anlegen. Habe ich denn noch Glas hier rumliegen? Ich glaube ja nicht, ne? Nee. Habe ich noch Sand hier rumliegen? Auch nicht. Das heißt, wir brauchen einmal Sand. Ah ja, das muss ja gebrannt werden vorher, sonst wird das nichts. Da, oh, ey. So. Ey, hallo? Hammer. Geht das, oder? Da ist fertig. Dann haben wir nämlich hier drei bisschen kleiner, zwei bisschen kleinere, eins, ja, ein bisschen größeres schon. Und hier das Hauptfeld eben, da kommt halt eben dann der meiste hin. Da muss ich mal schauen. So, dann haben wir nämlich da. Dann wollen wir hier eben noch kurz ein bisschen Wege machen, würde ich sagen. Da brauche ich was zu, was ich nicht im Inventar habe. Ne, Gravel habe ich, glaube ich, hier noch in der Kiste, ne? Gott, ist das finster hier. Kies. So. Gut.
Mir fällt gerade ein ganz schlechtes Wortspiel ein in Bezug auf Kies. Wer drauf kommt, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Du bist so kommentargeil geworden. Ja. Ich könnte das natürlich bis hier nach vorne irgendwie verlängern, dieses Feld. Dann wäre es zumindest ein sauberer Abschluss, ne? Andererseits könnte hier auch so ein bisschen so Arbeitsfläche rein, wo ich dann den ganzen Kram dann sammle. Na, ich denke, ich werde das so lassen. Dann kommt hier nämlich eine Arbeitsfläche rein. Vorher nochmal einen Apfel essen. So. Einer geht noch. So. Nämlich hier. Stelle ich mir da nämlich eine Kiste hin und so ein bisschen Deko-Zeugs. Und dann ist das hier auch ein bisschen schöner. Aue. Dann ist das hier auch ein bisschen schöner. Uiuiui, das war gerade hochgesprungen. So. Dann. Zack, zack. Ja, super. So, Kies, da ist er wieder. Der Kies, der Gute. So, also wer es jetzt nicht rausbekommen hat, das Wortspiel, der hat leider echt keine Fantasie. Oder so ähnlich. Gut. So. Hoffen wir mal, dass das hier dann alles noch schön rechtzeitig wieder schön wird. Ich könnte natürlich hier unterm Zaun auch Stein irgendwie oder irgendwie sowas reinlegen, dann ist die Trennung noch so ein bisschen deutlicher. Nee, ich lasse es erstmal so und mache hier einmal kurz die Kante gerade. So. Oh, da habe ich dann schon wieder ein bisschen was zum Pflanzen gefunden. Nee. Ey, was soll ich denn mit dem blöden Gras? Hey, das soll zu rauchen, Alter! Ey, komm, das war jetzt wirklich schlecht. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Da meldet sich sogar das Schaf zu Wort. Mach mal hier so eine. So. Hier zwei. Dann sollte es das dann auch gewesen sein. Gut, dann haben wir hier nämlich Arbeitsfläche und es müsste eigentlich noch ein bisschen ungleichmäßiger sein. Wobei hier mit dem Weg, was willst du hier groß machen? Also Zugang ist jetzt auf jeden Fall überall da. Hier kann dann schön gepflanzt werden. Hier kann auch schön gepflanzt werden. Es wächst! So. Und dann, ja, sollte es das an dieser Stelle nun aber wirklich auch mal gewesen sein. 40 Minuten sind dann auch ausreichend. Ich denke mal, es wird wieder im Zeitraffer enden. Und ein Teil ist dann halt einfach wieder ein bisschen gekürzt. Ansonsten, was das für diese Woche? Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!